Was geht, liebe Mithumans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres KCD Let's Plays hier auf meinem Channel. Ich habe unnormal Bock. Ich hasse ein bisschen hart, dass wir die Sache mit, ne, verkackt haben. Ich kann gerade mal gucken, ob wir ein paar Sachen reparieren dürfen. Schließlich hatten wir eine kleine Prügelei. Na eben. Ah, wir müssen noch unser Dingens reparieren, fällt mir da gerade auf. Unser neues edles Rattenkürasteil und unseren Gambeson müssen wir mal reparieren. Oh, und ich muss die Körperpanzerung mal noch anziehen, fällt mir gerade auf, ne? So, eben. Okay, dann machen wir das doch glatt mal, oder? Und schauen mal, ob wir auch mit dem Herrn Hans reden dürfen. Ja, das scheint nach einer guten Mission zu klingen, wie ich finde. Alter, Yenda zieht so durch. Das Gefühl, sie ist jetzt auch nochmal ein Stück schneller, oder? Die Hufe und so, doch, das macht schon nochmal was aus. Aber ich würde behaupten, ich habe mich weitgehend dran gewöhnt. Ja, das läuft auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ja, das mit dem Turnier ist jetzt echt sad. Das tut mir jetzt fast ein bisschen leid. Ne? Sowohl für mich als auch für euch. Das habe ich echt verbimmelt. Ich habe jetzt noch nicht geschnitten die letzten Episoden, deswegen kann ich immer noch nicht sagen, welchem Irrtum genau ich da erlegen bin. Aber irgendein Irrtum war da auf jeden Fall am Start, denn offensichtlich habe ich da ja was verkackt. Ja, kann ich es mir nicht erklären. So, guck mal, dann erstmal zum Rüstungsschmied. Soll der mal unser edles Ding da reparieren, dass wir das fortan dann selbst reparieren können? Moin Rüstmeister, na wie ist es? Ehrenwerte Grüße, wie kann ich dienen? Alter, ehrenwerte Grüße, Leute. Einfach mal ein Whistle Solo, stark. Ich wollte ja was reparieren. Ups, dann, hoppla, hoffentlich macht das den Ruf nicht schlechter. Ja, so, guck mal. Reparatur. Alles Gute. Genau, das hätte ich gerne repariert. Und das passt auch so. Danke dir. Und dann gehen wir weiter zum Schneider. Soll der nach unseren Gambeson reparieren. Und dann sind wir erstmal wieder fit hier, ne? Das ist doch klasse. Und dann sollten wir eigentlich mal ein bisschen stehlen, finde ich, oder? Gott sei mit dir, edler Ritter. Was kann ich für dich tun? Schau mal, ich hab dir was zum Reparieren. Ja, kostet nämlich nichts, das ist doch geil. Perfekt. So, dann sehen wir uns, ne? Und jetzt würde ich gerne mal noch schauen. Wir haben ja das Hemd bekommen von Herrin Stefanie und da würde ich gerne mal noch reingucken, was das denn so kann. Achso, wir haben das jetzt gar nicht bekommen, oder wie? Scheinbar nicht, oder? Wir hatten das nur kurz an, haben mit der rumgemacht und es dann da gelassen, oder wie? Ja, okay, dann ist es, wie es ist. Na, kann man jetzt nichts machen. Lass mal die Sachen mal hier liegen. Nee, nicht in die Satteltasche, sondern weg. So, na. 817 Brennnesseln, finde ich, brauchen wir da jetzt auch nicht unbedingt. Die knall ich mir ins Inventar. Und dann verkaufen wir die hier schnell, oder? So wird das gemacht. Hi. Waren wir auch schon länger nicht mehr. Können wir vielleicht mal noch ein paar neue Rezepte oder so kaufen. Vielleicht hat er ja das Rezept für das Lazurus-Elixier. Lass uns handeln, Alter. Auf bald. So. Der Traum des Alchemisten. Rezept für Lazurus-Elixier. Stark. 1,2k. Mein Vermögen. 1k. Ja, dann müssen wir erstmal wieder ein bisschen Money machen. Und der hat den Schlaftrunk. Den bräuchten wir auch. Ja, das heißt, wir müssen ein bisschen Geld machen. Und wir wissen alle, was das bedeutet. Erstmal kriegt er die Brennnesseln. Sorry. Und dann gehen wir mal schnell ein bisschen Stuff pflücken. Ha? Guck mal hier, ich hab dir Brennnesseln, das kracht. Was hältst du denn davon? Eben. Hier. X. Und passt. Let's go. Stark, dann Yenda. Los geht's, ne? Haben wir noch was zu essen am Start? Schon, oder? Knallen wir uns hier mal so einen Apfel rein. Und noch ein Brot. Ja, komm, snacken wir uns mal ordentlich voll hier. Ja, so muss das sein. Rein da! Hm? Wisst ihr, was ich echt sagen muss, was ich erstaunlich fand? Ich würde auch behaupten, in KCD ist das auch nicht so der Fall. Auf den Bildern, die ich euch gezeigt habe, auch nicht ganz so. Aber wenn man neben so einem Pferd steht, die sind schon echt groß, Alter. Pferde sind schon echt riesig, Mann. Dann auch lange überlegt, wie es denn mit Pferden so ist. Sind, glaube ich, schon die größten Tiere, die es hierzulande gibt, oder? Manche Leute haben ja so Wiesens noch am Start. Die sind auch ziemlich groß.
Ich habe dann auch direkt gefragt, die Dame, die da quasi die Trainerin von unserer lieben Anna GGHH 18 Uhr ist, die hat gemeint, ja, Pferde so zwischen 600 und 700 Kilo bringen die schon auf die Waage. Das ist schon echt, ja. Bin dann easy 10 bis 11, 12 Mal ich. Oder? Weiß ich gar nicht. Ja, nee, eher 9 Mal ich. Sowas um den Dreh. Ja, 9 bis 10 Mal sowas um den Dreh. Ich weiß gar nicht genau, wie viel ich gerade wiege. Wir haben auch keine Waage. Sonst hätte ich jetzt gerade schnell nachgeschaut, weil es mich jetzt doch irgendwie interessiert. Aber naja, ist nicht so wild, gell? Egal, wie viel ich wiege, wir pflücken jetzt hier erstmal ein bisschen Zeug. So, na, hier können wir auch immer ordentlich chillen mit unserem Pferd und unserem guten alten Köter. Und jetzt setze ich hier einen Tipp um, passt mal auf, der naheliegend war und ich irgendwie trotzdem nie drauf gekommen bin. So, guck mal, Köter, kannst du hier denn bitte schnell bleiben? Bleib. Warte hier auf mich. Aber er will doch mit. Okay, er bleibt jetzt. Und jetzt können wir richtig geil pflücken. Na, da wird ordentlich gepflückt, Leute. Nehmen wir die Brennnesseln mit, nehmen wir die Tollkirschen mit. Wir nehmen alles mit. So, schaut mal, hier geht schon wieder Tollkirsche. Das ist doch klasse, Alter. Yo. Wir werden wieder so viel Geld machen. Und wir haben ja noch übertrieben viele Retterschnäpse. Das heißt, wir können jetzt einfach richtig viel Geld machen, dann richtig viel verkaufen und einfach gegen an Rezepte kaufen. Dann kaufen wir uns da den Schlaftrunk für die Mission wo war das jetzt noch gleich? In Sasau, oder? Im Kloster bei Ohanka. Da will doch einer diesen Schlaftrunk haben. Und wir kaufen natürlich noch das Lazurus-Elixier und gucken mal, wie es da jetzt ist. Jetzt habe ich, glaube ich, gerade irgendwas anderes aufgesammelt als Brennnessel und sonst was, aber ist nicht wild. Wird schon passen. Ja, genau. Das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Ich bange wirklich darum. Ich bin mir ziemlich sicher. Es gab neulich mal einen Comment von wegen, nein, nicht die Höhlenpilze verkaufen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die für das Lazurus-Elixier oder so sind. Ja, das wäre natürlich sehr, sehr schade. Aber was will man machen? Ja, es ist halt passiert. Was soll ich sagen? Es ist halt ein bisschen blöd. So, und dieser eine Trank, für 5 Minuten 50% weniger Damage zu bekommen, den könnte ich mir zum Beispiel super für die Quest Schlangennest vorstellen, oder? Scheint ja ein dickes Gemetzel zu gehen. Da dann irgendwie weniger verwundbar zu sein. Ist bestimmt nicht schlecht eigentlich. Wenn da viele Leute sind und so, dann kann ich so gut sein, wie ich will mit den Kontern. Man kriegt halt hier und da mal einen Hieb von links oder rechts, den man gar nicht gesehen hat, weil die Cam halt ist, wie die Cam halt ist. Dann wäre sowas vielleicht gar nicht schlecht. Bin ich in dem Sinne gerade ein bisschen am Hin und Her überlegen. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie der hieß. Vielleicht schaue ich das nachher noch im Schnitt nach. Das ist auch immer so eine Sache, wenn ich euch so sage, ja, schaue ich noch im Schnitt nach. Ich vergesse sowas dann auch immer gerne mal, das dann wirklich noch im Schnitt schnell nachzuschauen. Weil man dann auch nicht mehr genau weiß, wo habe ich das jetzt nochmal gesagt. Waren es 3 Episoden? In den meisten Fällen weiß ich gerade noch so, in welcher Episode ich gucken wollte. Und dann ist immer die Frage, ja, wo genau habe ich das jetzt gesagt? Hier circa 8 Minuten. Ich kann es mal versuchen, mir zu merken. Aber ja, ich glaube, ansonsten würde ich einfach schnell googeln. Das ist, glaube ich, in dem Sinne fast die leichtere Option, oder? Da wird es bestimmt irgendwo ein Glossar von allen Tränken geben. Dann kann ich nachschauen, wie der heißt. Und auch wenn das auf Englisch sein sollte, dürfte es kein Problem sein, das zu übersetzen oder dergleichen. Ja, also, da mache ich mir keinen Kopf. Das müsste klar gehen. So, guck mal, hier noch ordentlich Tollkirsche. Das sollte ich echt auch wieder überlegen, ein bisschen regelmäßiger zu machen. Ja, ist einer unserer Haupt-Money-Grinds. Der macht auch schon einfach extrem viel Sinn, wie ich finde. Da kann schon gut gegönnt werden. Hier mehr Tollkirsche. Schade, dass hier so in der nächsten Nähe, wisst ihr, dass es hier nicht normal ist, dass auch hier mal irgendwie Banditen chillen oder so. Aber klar, ja, die haben schon so ihre Spots. Das ist mir mittlerweile natürlich auch aufgefallen, beziehungsweise klar geworden, könnte man in dem Sinne sagen. Ja, ist wie es ist. Müssen wir jetzt mal gucken, wann die nächste Banditenbalgerei auf sich warten lässt oder wo. In dem Sinne. Und vielleicht haben wir da hinten ja Glück. Da ist manchmal ein bisschen wild am Start und schießen da was. Wäre aber auch die Frage. Ja, die Frage wäre echt, wie ich weitermache. Also ich würde sagen, wir machen jetzt diese Episode auf jeden Fall Fat Cash. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir das geregelt haben, würde ich sagen, chillen wir eine Weile und gucken mal noch bei Herr Hans vorbei, falls der da ist.
Und wenn er da ist, dann schauen wir natürlich, was der zu sagen hat. Ganz klare Sache. Und als nächstes würde ich dann schon sagen, gehen wir nochmal nach Sasau, regeln die Johanka-Sache vollends. Das wird noch eine ganze Weile dauern. Damn, wisst ihr was? Damn, oh nee. Oh nee, das war ja mega dumm. Als wir hier hochgeritten sind, Samo Peshmerhoyet, hätte ich gerade noch schnell einen Abstecher in Rovna machen können und hier noch die Sache Finde Pater Simon machen können. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd, verzeiht, da habe ich nicht dran gedacht. Aber da kommen wir, ich meine, ne, wenn wir hier in Sasau sind, dann ist das Stück hier hoch auch gar nicht mal so lang. Ja, ja, ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, ne? Manchmal vergisst man was, es ist, wie es ist. Kann man jetzt auch nichts mehr dran ändern, müssen wir nächstes Mal halt nochmal da vorbei. Aber das wird schon, da bin ich guter Dinge. Und genau, ja, dann wäre das so die Mission, dann würde ich sagen, machen wir noch die Sache in Sasau. Und dann würde ich eigentlich ziemlich gerne diese Schlangennestgeschichte mal regeln. Na, ob wir dann den Trank haben, hin oder her, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit meinen Kontern eigentlich gut dastehe. Ich habe auch das Gefühl, das läuft zunehmend besser. Die Hiebe, die ich nicht konnte, sind meistens dann trotzdem Perfect Blocks. Das heißt, ich bin sehr nah dran, aber ein bisschen zu spät sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe. Perfect Block ja aber trotzdem eine coole Sache ist, gewissermaßen. Also ist dann ja trotzdem nicht schlecht. Ja, wir haben dann keinen Damage bekommen. Und die meisten Hiebe, die ich bekommen, sind, wenn ich aus Versehen mein Schwert wegstecke, wenn irgendjemand mich prügelt, den ich gerade nicht gut sehe oder so. Ja, aber auch im Multi-Combat, finde ich, waren gerade in der letzten oder vorletzten Episode einige gute Counter-Moves dabei. Ja, da kommen irgendwie zwei Leute auf dich zu, einer schlägt zu, zack, weggekontert, der nächste schlägt zu, zack, weggekontert. Das läuft zunehmend besser und besser, würde ich behaupten. Ja, also da sehe ich auf jeden Fall noch einiges an Potenzial. Ich glaube auch, meine Lieblingskampfgegebenheit sind so circa 3 Leute. Alles ab über 3 Leute finde ich ein bisschen stressig. So mit 5, 6 ist immer direkt, boah, bist dich quasi nur noch am Hin- und Herdrehen, kriegst ständig Hiebe ab, die du eigentlich gar nicht wirklich sehen kannst, wie ich finde. Ja, aber wie gesagt, ich will jetzt wirklich nicht zu sehr auf der Kameraführung rumhacken, denn ich verstehe sehr, sehr gut, warum sie so ist, wie sie ist. Denn der Grund, weshalb sie so ist, wie sie ist, ist auch der Grund dafür, warum ich das Combat so hart feier, wie ich es feier. Es macht natürlich Sinn quasi, dass man sich nicht so frei um die Kamera kümmert, aber dafür quasi die Tiefe des Kampfes an sich sehr immersiv ist. Das wäre mit einer Gleitkamera, glaube ich, nur schwierig möglich. Also mal ganz ehrlich, ne? Wüsste ich jetzt nicht, wie man das hätte großartig besser machen können. Aber ja, das sind dann halt Abstriche, die man macht. Und man muss ja auch fairerweise dazu sagen, wenn du im echten Leben gegen 5, 6 Leute kämpfst und die nicht komplett auf den Kopf gefallen sind, dann würden die ja auch dich surrounden, oder? Also die würden ja auch sagen, ey, während der halt mit den 2 Leuten vor sich beschäftigt ist, hauen die anderen 3 halt von hinten rein, also im echten Leben würde ich das ganz genau gleich machen und dann siehst du die ja auch nicht. Also man kriegt halt hier und da mal einen Hit. Ich glaube, vielleicht ist das auch der Grund hier und da, weshalb ihr mir gerne mal in die Comments schreibt, ey P, das lief doch super und so, wo ich mir denke, boah, wir haben doch eigentlich auch voll auf den Deckel bekommen hier und da. Aber vielleicht sind meine Ansprüche da ein bisschen verrückt, sage ich mal. Ne? Es ist quasi vollkommen klar, dass man hier und da mal einen Hit abbekommt. Ich war lange der Auffassung, ey, wenn wir da gut genug sind, gegen 5 Leute keinen einzigen Hit bekommen und die fertig machen, wird easy. Ja, nee, ist halt nicht drin. Ja, aber dafür haben wir unsere heftige Rüstung. Passt schon. Ich finde es jetzt echt schade, dass die Sache mit dem Hemd so, ja, hier nimm doch das geile, edle Hemd von meinem Mann, der passt da eh nicht rein und so. Und wir das Hemd jetzt gar nicht bekommen haben. Ja, ist ein bisschen schade. Vielleicht müssen wir nochmal mit ihr reden. Mit Herrin Stefanie. Ich glaube, die freut sich eh immer, wenn wir vorbeikommen. So ist es ja nicht. So, jetzt sind wir mittlerweile ein bisschen arg langsam. Dann hauen wir mal die Brennnessel in die Satteltasche, oder? Zack, rein da, alle. Und dann natürlich noch unsere Tollkirschen. Tollkirsche, 221, ja geil. Da können wir nachher ordentlich Tränke brauen. Und hier geht ja noch einiges, ne? So ist ja nicht. Das ist doch klasse. Es wird alles mitgenommen. Ich glaube, mehr Brennnesseln bräuchten wir gar nicht zwingenderweise. Das reicht auf jeden Fall, weil wir gar nicht so viele Tollkirschen finden. Ich bin mir auch gar nicht ganz sicher. Irgendwie bringe ich es immer wieder durcheinander. Brauchen wir 2 Tollkirschen und eine Brennnessel oder 2 Brennnesseln und eine Tollkirsche? Naja, wie dem auch sei. Wir haben auf jeden Fall von beidem mehr als genug, um einige Retterschnäpse zu brauen. Na, von dem her mache ich mir da keinen Kopf. Wir werden auf jeden Fall gut Cash rausholen und uns bestimmt mindestens die beiden Rezepte, die wir uns gönnen wollen,
Also den Schlaftrunk und den das Lazurus-Elixier, das wird safe drin sein. Und wenn wir dann Glück haben, finde ich in den ganzen Rezepten, die wir da gesehen haben, auch noch diesen Rattentrank zwecks Tankier sein. Und so Nachtfalken-Rezept haben wir ja schon. Da müssten wir eigentlich auch mal schauen, wie der geht. Fände ich auch mal noch spannend so. Ist ein cooler Trank. Und dann vielleicht noch was, was generell irgendwie so den Taschendiebstahl oder so ein bisschen boostet oder pusht, wäre vielleicht auch mal noch eine Idee. Da gibt's bestimmt auch noch was. Oder so ein Langfingertrank oder sowas. Ich meine, da irgendwas im Kopf zu haben. Da habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann was gesehen oder ihr habt in den Kommentaren mal irgendwas erwähnt oder irgendwie so war das, glaube ich. Also auch da bin ich guter Dinge, dass wir da noch was Cooles finden. Coole Option. Da noch mehr aus unseren Skills rauszuholen. So, ich glaube, das war's weitgehend. Schon immer ein riesiges Feld hier. So, jetzt ist aber natürlich unser Hund da hinten. Das heißt, wir rennen wieder vor. Na, sonst bleibt der jetzt ja für immer da hinten, oder? Sonst hätte ich jetzt Yenda zu uns gerufen und wäre losgeritten, aber na, dann bleibt unser Köter ja da stehen und das wollen wir natürlich nicht. Ja, das haben wir mal gut leer gepflückt hier, das Feld, oder? Da wurde er auf jeden Fall krass mitgenommen. Damit können wir richtig einstecken. Alter, Yenda, du bist so hübsch. Die Schabracke steht dir wirklich richtig gut. So, Köter, guck mal. Na, darfst wieder mitkommen? Ach, kommt er jetzt wieder mit, wenn ich ihn wieder anspreche? Guck mal, kriegst hier ein Dörrfleisch. Na, genau. Und jetzt kommt er auch wieder mit, oder? Oder muss ich dem jetzt noch einen Befehl geben irgendwie? Wir sitzen jetzt einfach mal auf und gucken. So, guck mal, wenn ich jetzt losreite, kommst du dann mit? Einfach X gedrückt halten bei Fuß, gell? Ja. So klappt die Sache nämlich. Okay, easy. Dann hätte ich ihn auch eigentlich wahrscheinlich von weiter weg pfeifen können, oder? Und Yenda zu mir porten, dann machen und dann wäre er auch gekommen. Ja, aber immerhin habe ich das jetzt einigermaßen geschnallt. Das ist doch schon mal toll. Sollen wir hier gerade ein bisschen Heimlichkeit gehen? Safe, oder? Easy. Der hat weggemacht. So eine Frechheit, was wir hier abziehen. Eine dreiste Frechheit ist das doch. Naja. Wichtig für die Skills. Ne? Es sei mir verziehen. Okay, weiter geht's. Alter, das mit dem Turnier grämt mich echt immer noch. Ich kann es gar nicht anders sagen. Es ist jetzt einfach scheiße gelaufen. Bestimmt wieder irgendwas überlesen. Wahrscheinlich war halt heute, findet in Rattay das Turnier statt, oder? Und nicht morgen. Warum denke ich denn da immer an morgen? Ich denke irgendwie immer, morgen findet das Turnier statt, geh da morgen früh hin, melde dich an und dann kannst du den ganzen Tag über teilnehmen, so. Ja, aber ich glaube, meistens ist das einfach heute. Und dann habe ich halt den gestrigen Ingame-Tag heute komplett mit anderen Sachen verplempert und dann ist natürlich verstrichen. Also, ja, ich glaube einfach, das war der Fehler. Ja, sehr, sehr schade, aber kann man jetzt auch nichts mehr machen. Ist jetzt halt, wie es ist. So, dann werden jetzt einige Tränke gebraut. Dann wird Hardcore verkauft und dann gucken wir mal noch, wie es beim Herr Hans ist. Und je nachdem, was der noch so zu melden hat, würde ich sagen, machen wir uns dann auch ziemlich direkt wieder auf den Weg nach Sasau, oder? Ja, und dann nächste Woche irgendwann in den drei Episoden noch das Schlangennest zu regeln, da hätte ich schon einfach gestört Bock drauf. Ich will jetzt auch wissen, was da abgeht. Ich meine, nicht umsonst warnt ihr mich davor oder sagt, ey, bereite ich mal noch so und so vor. Dann geht da doch safe heftiger Shit. Wisst ihr, wie ich meine? Also so richtig krasses Zeug. Viele Gegner, was weiß ich. Krasse Gegner. Irgendwie sowas. Da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt. Ach so, was mache ich denn jetzt hier? Nee, sorry, Gespräch beenden. Verzeih, ich muss ja erstmal brauen. Jetzt habe ich die ganzen Sachen schon rausgeholt. Das war jetzt ein bisschen dumm. Ja, hier und da mache ich schon ein bisschen blöden Quatsch. Kann man schon nicht anders sagen, gell? Manchmal trage ich meinen Kopf echt irgendwie in den Wolken rum oder so. Oder irgendwo nur nicht auf meinen Schultern. Aber ja. Dafür feiert ihr mich doch auch, oder? Weiß ich jetzt nicht. So, dann falten wir hier mal ordentlich ein paar Tränke zusammen. Alchemy. Hier, Schützentrunk. Nee, ich will hier erstmal lesen. Wir wollen den Rattentrunk. Hier brauchen wir Höhlenpilze. Retterschnaps, genau. Automatische Trankzubereitung. FF. Dann wird hier wieder gelesen. FF.
Eieiei, das wird jetzt wieder eine kleine Weile dauern hier. Aber es ist halt wichtig, ne? Ich meine, klar, wir könnten immer sagen, ey, wir gehen in den Wald und hauen irgendwelche Banditen um, dann haben wir wahrscheinlich das gleiche Geld zusammen. Aber die Banditen muss man halt auch immer erstmal finden. Und in dem Sinne ist das jetzt zwar wahrscheinlich der langweiligere Grind, wenn es ums Geldverdienen geht, aber der ist halt sicher. Wisst ihr, wie ich meine? Also nicht sicher in dem Sinne, dass wir hier nicht auf den Sack kriegen oder verlieren könnten, sondern sicher in dem Sinne, dass das auf jeden Fall da klappt mit den Sachen, die wir sicher dort oben auf dem Feld finden. Wisst ihr, wie ich meine? Also man muss nicht Glück haben, Banditen zu finden, sondern hier ist immer diese Alchemiestelle und da oben sind immer die Pflanzen. Also das ist halt ziemlich easy, ha? Ist natürlich cool. So. Und außerdem, eieiei, was habe ich denn jetzt? Irgendwie Kloß im Hals oder so. Außerdem muss man auch fairerweise zugestehen, dass es so lange jetzt ja auch nicht dauert, oder? Also, ich glaube, ich mache mir da immer einen größeren Kopf, als letzten Endes nötig wäre. Und euch juckt das, glaube ich, gar nicht so sehr. Ich kriege auch immer wieder mit, ja, sagen mir einige, dass man diese Let's Plays gerne und gut auch so auf dem Second Screen laufen hat. Also kann ich mir gut vorstellen. Ja, das, ne? Klar, wenn eine Schlacht abgeht, guckt man mal hin und so, aber solange der Peter irgendwie ein bisschen was rumlabert und so, ist das, glaube ich, für sehr viele Leute auch easy. Wie gesagt, ich glaube, ich mache mir da manchmal einen größeren Kopf als eigentlich nötig. Ich mache mir aber auch gerade einen großen Kopf darum, dass ich nachher noch einkaufen gehen muss. Ja, also das ist ein genereller Trait, also ein Charakterzug meinerseits gewissermaßen. Neue Stufe Alchemie, das geht noch? Ich dachte, wir sind da durch. Ah nee, wir waren ja mit Dingens durch, mit Kräuterkunde waren wir durch, gell? Aber mit Alchemie, da geht natürlich noch was, klar. So, da bin ich gespannt. Vielleicht können wir ja später nochmal sowas machen wie, ey, verkauf deine Tränke noch teurer oder so. Das wäre doch hammergeil. Genau, auf jeden Fall. Müsst ihr ja einkaufen, für mich immer so eine Sache. Ich hasse es so immens und ich bin dann immer am Überlegen, wann wäre so der beste Zeitpunkt, wo möglichst wenig Leute beim Einkaufen sind und so. Upsa, das war aus Versehen. Ja, das ist immer so eine Sache für sich, also ich mache mir da bei vielen Sachen einen sehr großen Kopf und letzten Endes gehe ich dann doch irgendwann hin und dann sind da halt Leute und dann ist es auch okay und letzten Endes hätte ich einfach losgehen sollen und dann wäre alles cool gewesen. Einkaufen, Alter. Ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die da Bock drauf haben. Also ich gehöre auf jeden Fall nicht dazu. Ich finde immer so, die größte Frechheit ist, wenn Leute bzw. Mitmenschen der Gesellschaft gerade beim Einkaufen oder dergleichen so absolut keine Umsicht an den Tag legen. Ich glaube, ich hatte schon ein paar Mal erwähnt, in diesem oder in anderen Let's Plays, ja, das bringt mich richtig auf die Palme. Ich finde, das ist eine Frechheit, ganz ehrlich. Also klar, ich bin dann auch nicht unbedingt die Person, die dann sich zügelt, wenn es darum geht zu sagen, ey, darf ich da vielleicht mal kurz hin? Aber ich finde, dass es alleine so weit kommt hier und da, dass man so sagen muss, dürfte ich mal kurz durch. Junge, guck dich einfach um, dann siehst du doch, dass du den gesamten Weg blockierst. So, ne? Also wie kommt man überhaupt auf die Idee, dass es cool wäre, irgendwie den Wagen so mitten reinzustellen, dann noch neben dem Wagen zu stehen, sodass absolut niemand mehr da durch kann, ohne sich da so durchzuquetschen. Klar, ich verstehe irgendwo das Argument, oh, dann sag doch was, aber ey, dann park doch einfach deine Sachen so, dass die Leute einfach trotzdem passieren können. So, die wenigsten Menschen haben Bock zu reden. Habe ich zumindest so das Gefühl, ja. Also, ich würde wirklich behaupten, wenn es eine Sache gibt, bei der ich sagen kann, früher, ja, weiß ich nicht, ob meine Heimatstadt da einfach anders war, aber ich würde sagen, die sind so von der Gesinnung, von der demografischen Auslastung, also was da für Altersgruppen unterwegs sind und dergleichen, sich sehr ähnlich, auch von der Menge der Leute. Es ist auch nicht weit voneinander entfernt, also ne, viel anders ist da nicht. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, früher haben Leute noch aktiver gegrüßt und dergleichen. Ich habe auch mal eine Hausarbeit in Soziologie über die Wirkung von AirPods und generell Kopfhörern verschiedener Art auf den sozialen Umgang beim Einkaufen geschrieben und die war mega interessant. Na, also Leute, die AirPods drin haben. Also wenn ich euch da so kurz die Ergebnisse ein bisschen nahe bringen darf, ich glaube, man kommt selbst drauf, warum das so ist. Leute, die Over-Ears haben, also ne, so Ohrmuschel-Kopfhörer, ihr wisst, wie ich meine, solche Dinger halt, ne, die ziehen die am ehesten an der Kasse aus. Oh, nee, das wollte ich nicht. Die ziehen die am ehesten an der Kasse aus, ne, um quasi zu signalisieren, hey, ich höre, was die Person, die da sitzt und kassiert, mir sagen will und dergleichen. Ich signalisiere, dass ich durchaus einer Kommunikation nicht abträglich bin. So, ne? Leute, die
verkabelte Kopfhörer haben, aber in ihr nehmen meistens nur einen raus. Und Leute mit AirPods nehmen die entweder gar nicht raus oder sie nehmen einen raus. Und das gar nicht rausnehmen liegt nicht daran, dass die drauf scheißen, so gewissermaßen, gell? Also quasi so, ich will dich gar nicht hören oder so. Das ist nicht das Ding. Ich habe eher das Gefühl, beziehungsweise, na, ich habe danach auch mit Leuten, also ich habe das beobachtet und danach auch mit Leuten geredet, die dieses Verhalten an den Tag gelegt haben. Und was so die meisten gesagt haben, war so, hey, ich mach die ja auf Silent. Also, ne, ich kann ja quasi einfach schnell tippen und dann sind die auf lautlos. Aber das sehen die Leute ja nicht, die mit mir reden wollen. Und deswegen nehme ich dann noch einen raus. Problem beim Rausnehmen ist aber bei den AirPods, was machst du beim Einkaufen? Ist eine Stresssituation. Du packst Sachen ein und musst dann noch bezahlen. Das heißt, du brauchst meistens schon irgendwie beide Hände. So, wenn du jetzt aber einen AirPod rausnimmst, dann hast du den ja in der Hand. Ja, der hängt ja nicht an einem Kabel, das du einfach hier baumeln lassen kannst. Muss man mal drüber nachdenken. Deswegen mit In-Ears, die verkabelt sind, die Leute haben es am chilligsten. Ja, die können am besten signalisieren, hey, auf einem Ohr höre ich dich, auch wenn es generell eh gemutet ist. Und trotzdem haben sie beide Hände frei, weil der Kopfhörer dann halt hier so baumelt. Ja, die Over-Ears müssen so zurückmachen irgendwie oder lassen es halt drauf. Aber wenn sie es dann muten, dann sieht das niemand und das kommt irgendwie unhöflich rüber oder so. Das fand ich total spannend, da mal rein zu investigaten. War auf jeden Fall eine interessante Untersuchung so. Okay, also dann haben wir jetzt hier wieder eine Shit-Ton Retterkack, gell? Ja, 135 Stück. Verkaufen wir dem erstmal, ja, 135 Stück, oder? 5600, also, ja, davon können wir alles kaufen, ne? Dann kaufen wir uns mal ein paar Rattendinger hier. Der Traum des Alchemie, ja, nee, Alchemie sind wir so gut, da müssen wir eigentlich nichts mehr kaufen, glaube ich. So, Rezept Aqua Vitalis, das war doch genau der, oder? Hier, wer sich entmutigt und schwach fühlt, der soll dies zur Stärkung des ganzen Körpers trinken. Denn ein anregenderes Kraut gibt es nicht. Nehmen wir mit. Dieser Trank versetzt einen Anwender in einen Blutrausch und erhöht die Stärke und Effektivität im Kampf. Sei jedoch auf der Hut, ein Wahnsinniger kann im Kampfgetümmel schnell zu Schaden kommen. Okay, man kriegt mehr Damage, teilt aber auch mehr aus. Bockblut. Wenn Kurzatmigkeit plagt oder eine schwere Rüstung belastet, möge dies trinken und werde weniger erschöpft sein. Okay, Elixier des Aesop. Ein Rezept aus dem geheimen Wissensschatz der Araber, das ihnen den Umgang mit Tieren erleichtert. Ja, das ist egal. Was? Der Wohlgeruch der Substanz hat auf Pferde und andere Tiere eine beruhigende Wirkung. Führt sogar dazu, dass Hunde nicht bellen. Wow, okay, ja. Hahnenschreitrank. Wer die Augen nicht mehr offen halten kann, obwohl ihm an diesem Tag noch einiges bevorsteht. Ja, okay, ist ein Energy Drink. Lazurus nehmen wir mit. Ringelblumenaufguss. Weiß gar nicht, können wir den schon? Schlaftrunk nehmen wir auf jeden Fall einen mit. So. Ein Schützentrunk, oder? Führe dir für eine ruhige Hand und einen geschärften Blick einen Schützentrunk zu Gemüte. Danach ist es fast so, als würde dein Pfeil von selbst ihr Ziel finden. Ja, easy, nehmen wir mit. Trank des Baden. Wer ein guter Bade sein will, möge diesen Trank in einer großen Menge zu sich nehmen. Er lockert die Zunge und vertreibt alle Hemmungen. Die darauffolgenden Magenkrämpfe und Schwächeerscheinungen sind ein Preis, den es sich zu zahlen lohnt. Trank des Nachtfalken haben wir, Verdauungstrank, Wasser der Lethe. Ein kräftiger Schluck reicht, um leichtsinnige Entscheidungen, die, ja, genau, das war der Zurückskillungstrank. Okay, und dann nehmen wir jetzt bei Verkaufen noch ein paar Sachen raus. Wie viel hat der Händler? 100 nichts, ja, also einfach nichts hat er. Cool. Gehen wir in den Warenkorb und müssen hier nochmal E entfernen. Wie viele entfernen wir da? So, oder? Wahrscheinlich noch mehr. Nee, ich zahle. Okay, dann kann noch was hinzu. Verkaufen wir doch mehr. So, guck mal, dann kann es hier noch nochmal irgendwie 50 haben, oder? Du erhältst, jetzt ist es zu viel. Dann nehmen wir jetzt nochmal ein paar weg. Ja, das passt. Ja, das ist okay. That's okay. Okay, cool. So, und dann gucken wir nach. Wie sieht's jetzt aus? Dürfen wir das jetzt irgendwie lernen? Oder haben wir jetzt einfach die Rezepte schon drin? Das war bei Sonstiges wahrscheinlich. Ja, muss ich dann natürlich noch lesen. Ach, Schützentrunk hatte ich schon gelesen. Goddammit. Ups. Ja. Du kennst dieses Rezept bereits. Oh. Ist ein neues Rezept entdeckt, ja, stark.
Den Schlaftrunk kannte ich schon. Und den Schützentrunk auch. Ah, dammit. Dann kann ich die eigentlich irgendwo wieder verkaufen, früher oder später. Solange packen wir die mal in die Satteltasche. Ja, dann könnten wir unsere Kräuter mal noch irgendwo an Mann bringen. Solange kommen auch die in die Satteltasche. So, und dann haben wir bestimmt noch ein bisschen... Ja, Kamille ist auch noch da. Disteln haben wir noch. Und Brennnesseln ist Shit-Ton, genauso wie ein bisschen Binewell. Okay, kann ich hier bei Yenda gucken, wie viel sie schon drin hat? Ja, okay, schon ziemlich viel. Was wiegt denn hier so viel? Ja, die schiere Menge an Retterschnaps halt wahrscheinlich, oder? Und die schiere Menge an sowas, ja. Das sind halt dann trotzdem 90 Kilo, so die Brennnesseln. Ja, die tue ich in die Truhe, oder? Das tun wir nachher noch in die Truhe, das machen wir noch schnell. Okay, klasse, aber bei uns sieht's... Ah, Augentrost haben wir auch noch. Kann er da auch noch rein? Easy. Ja, klasse. Dann würde ich sagen, das passt so erstmal. Grundlagen des Reitens können nachher auch weg. Ringelblume kann weg. So, und ich glaube, so ist erstmal easy. Klasse, okay. Dann, liebe Yenda, reit mal los, ha? Noch einmal daheim vorbei. Und dann können wir noch easy losreiten Richtung Sasau und unsere Quest weiterverfolgen. Die haben da ja vor Ort auch eine Alchemiebar. Hm, wäre jetzt die Frage, ob ich den Schlaftrunk nicht vielleicht noch schnell hier herstellen sollte, wo ich die ganzen Kräuter habe. Ja doch, oder? Macht schon mehr Sinn. Ganz safe. Nicht, dass ich dann da vor Ort wieder alles pflücken muss oder so. Das ist ja Quatsch. Ah, Mann. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd. Eieiei, diese Verwaltungsepisoden. Ich habe das Gefühl, so jede fünfte Episode oder so muss das mal sein, oder? Schon hier und da ein bisschen nervig. Dauert halt auch echt relativ lang immer so. Aber ist halt, wie es ist. Ist halt hier und da einfach wichtig, was soll man sagen? Ich meine, das muss halt auch mal geschehen. Hopsasa, hoch da mit dir. Ah ja, genau, und Herr Hans wollte ich ja auch noch besuchen hier, vor lauter, ja, direkt wieder los und so, gell? Nee, nee, Herr Hans besuchen wir natürlich auch noch. Also, jetzt pass mal auf, wo haben wir denn den Schlaftrunk? Mhm, Hahnenschrei, nee, nee, Retterschnaps, genau, Lazurus-Elixier, Nachtfalke, Gift, Schlaftrunk, Mohnblume, Distel, Einbeere. Alter, Einbeere hatte ich noch nie. Und Öl. Ja, wir brauchen Öl und die Einbeere vor allem. Köter, haben wir es schon wieder schwer, gell? Warum habe ich jetzt nochmal umgeblättert? Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, ich will hier weg. Ja, ja, weg da. Okay, dann holen wir jetzt noch bei unserem Dude. Hier, guck mal, Köter, du kriegst natürlich direkt nochmal was. Das ist ja gar keine Frage. Ich glaube, eins haben wir noch, oder? Ja, easy, schau mal. Das kannst du dir gönnen. Ja! Da wieder so ein Nanometer runtergefallen. Das ist natürlich schon immer hart, gell? So, guck mal. Hast du eine Einbeere da? Einbeere, stark. Die nehme ich alle mit. So. Du zahlst 3,5. Das passt. Hast du gerade auch eine Mohnblume da? Weil da habe ich, glaube ich, gerade auch keine dabei. Stark. So, ja, das passt. Rein da. Na. Aufgabe aktualisiert, sammle 10 Mohnblumen. Ah, stimmt, genau, für diese Zeremonie war das, gell, für diese Geistervertreibungsgeschichte. Ja, aber, na, dafür Mohnblumen zu finden, ist wohl das kleinste Problem, denke ich mal. Das dürfte gar kein Thema sein, eigentlich. So, dann blättern wir eins zurück. Darf ich nicht? Ich darf nur in eine Richtung blättern. Nee, darf ich... Hä? Warum hat das dann gerade eben nicht funktioniert? Ah, weil es hier losgeht, okay. Ah, der blättert dann quasi immer wieder zurück auf, ich verstehe. Ja, genau, Trank des Rattenfalken brauchen wir nicht, Gift brauchen wir nicht, hier Schlaftrunk. Ah, und die Distel muss ich jetzt natürlich noch aus dem Dingens holen, gell, aus dem Pferdeinventar. B. Da hatten wir doch eine Distel am Start eben. Ins Spielerinventar, ja, ja, passt. Jetzt aber. Ah ja, jetzt ist er da auch noch, geil. Ich darf den erst automatisch herstellen, wenn ich das schon mal gemacht habe. Oder wer nicht schlafen kann, bla bla bla. Bereite Öl und je eine Handvoll Mohnblumen, Disteln und Einbeere vor. Okay.
Na, gib die Mohnblume in den Kessel und lass sie für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Gib die Disteln hinzu und lass alles für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Lass das Gemisch abkühlen und gib dann die Einbeere hinzu. Okay, dann bereiten wir mal vor. So, Inventory. Wir nehmen die Disteln, die Einbeere und die Mohnblume. Dann mit Öl. Ja. Öl, genau. Rein da. Ja, da wird Öl egaler, ganz klar. Okay. Dann brauchen wir als erstes die Mohnblume in den Kessel und lassen die kochen. So. Rein da. Und jetzt hauen wir den Blasebalg für einen Sanduhrdurchlauf an. Na, Q-Blasebalg war das, genau. Und dann hier F. Die geht einfach genauso lange, wie halt der Blasebalg das anlässt letzten Endes, gell? So war das doch. Ah ne, wir müssen glaube ich nochmal anblowen. Na, der wird jetzt glaube ich scheiße. Und dann hauen wir jetzt direkt die Distel hinzu. Na, machen jetzt nochmal unsere Q. Machen das jetzt mal ein bisschen freischnauze hier, glaubt mir. Dann lassen wir das Ganze abkühlen. Und dann geben wir die Einbeere hinzu. Und dann? Ja, genau, okay. Dann kühlen wir mal ab hier. Easy, hauen wir da die Einbeere rein. Ja, let's go. Und dann füllen wir das ab. Klare Sache, oder? Und hat es geklappt? Schlaftrunk. Let's go. Stark. Und jetzt kann ich den auch automatisch herstellen. Easy. Na? Cool. Machen wir da nochmal einen und nochmal einen. Und jetzt haben wir wahrscheinlich auch keine Zutaten mehr. Genau. Keine Mohnblumen mehr. Cool. Haben ein paar Schlaftrünke hergestellt. Können wir dem Dude geben. Freut er sich. Easy. Dann gucken wir jetzt noch beim Herr Hans vorbei. Vielleicht ist der ja gerade mal ausnahmsweise da. Diese Performance, ey. Ohne Witz. Ich find's verrückt. Ich kann's mir nicht erklären, woran das liegt. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Spielen schon lang nicht mehr auf den heftigsten Einstellungen. Sorry, als ob eine 4080 das nicht hinkriegt. Kann's mir nicht erzählen. Ja. Yeah. Leute, ne? Lauft mal zu hier. So, Herr Hans. Das sind immer die ganzen Schlösser. Genau, das eins weiter oben, oder? Kann man hier nicht auch noch rein? Ja, eben. Herr Hans, wie ist es? Bist du da? Sei bitte da. Moin. Nicht da, niemand da. Schade. Herr Hans. Stehlen, ja, die haben alle schon aufgeknackt, gell? Jo, wo ist Herr Hans? Du da! Ja, was sorry. Schnüffelst du hier so rum? Ich suche Herr Hans. Dich. Ja, chill doch mal. Wo ist der denn? Ja, man findet den nie, gell? Da bellt sogar der Köter, ist auch stinksauer. Herr Hans, wo bist du, Mann? Sag Johanka, dass du nichts mehr tun kannst. Was? Das ist nicht euer Ernst. Mit keiner Silbe wurde erwähnt, beeil dich. Alter, das pisst mich so an, ohne Witz. Ich hab doch den Schlaftrunk jetzt extra gebraut. Soll ich mir aus dem Arsch ziehen oder was erwarten die denn? Ja, Herr Hans ist nicht da, Johanka ist jetzt pisst, kann nichts mehr für die Skalitzer tun, Aufgabe abgeschlossen, das ist doch nicht euer Scheißernst, oder? Also ich hab's Gefühl, die Quests sind konzipiert dafür, dass du immer mit Schnellreise unterwegs bist, oder? Wie soll ich das denn in der Zeit packen? Hätte ich da jetzt bleiben sollen und alles vor Ort direkt regeln? Das ist jetzt auch weg? Ja klar, ja klar!
Sag Johanka, dass du nichts mehr tun kannst. Logo, jetzt ist die angepisst und auch vollkommen zurecht. Ich meine, schließlich hatte mir eine Zeit gegeben, an die ich mich hätte halten können. Nicht. Und ja, habe ich halt nicht gemacht, gell? Klar. Nee, also muss ich sagen, habe ich vollstes Verständnis dafür. Wegen was bin ich jetzt gerade vom Pferd geflogen? Weil ich schlecht über das Spiel geredet habe. Daran liegt es. Bin ich mir ganz sicher. Sorry, aber das ist doch jetzt auch wieder Kackmist. Kann mir doch jetzt niemand erzählen. Das ist doch einfach schade. Weißt du, ich meine, ich hätte es jetzt übelst gerne noch gemacht. Und jetzt darf ich nicht. Es ist mir gelungen, einige der Kranken und Verwundeten im Kloster zu retten. Leider konnte ich nicht allen helfen. Kloster brauchen bessere Nahrung. Ich sollte etwas Wildschwein. Hier steht nirgends, dass das schnell gehen muss. Das ist doch ein Joke. Wisst ihr, es klingt für euch bestimmt immer so, als wäre ich mega angepisst. Und es stimmt auch zu einem Teil. Aber vor allem rührt natürlich dieses Angepisstsein daher, dass ich es überschade finde. Weißt du, ich meine, sag mir das doch. Hätte ich mich ein bisschen beeilt, wäre doch gar kein Problem gewesen. Es ist so sad. Sowas ist so schade. Dafür, ich müsste quasi jedes Mal eine Episode hochladen, warten, bis ihr mir sagt, ey, Peter, da gibt's ein Zeitlimit und dann die nächste aufnehmen. Aber sorry, dafür habe ich weder die Zeit noch die Mittel noch Bock drauf. Das Spiel soll mir einfach sagen, hey, P, ne? Beeil dich doch mal ein bisschen. Das hat Zeitdruck hier, das eilt. Ja. Easy, kein Problem, kann ich machen, Leute. Na? Redet mit mir, dann läuft das. Mit keiner Silbe. Jo, beeil dich bitte. Nö. Klar, ne? Jetzt kann man wieder sagen, ja, klarer Menschenverstand, die sind krank. Die liegen da seit Wochen und Monaten. Wisst ihr, wie ich meine? Als ob es jetzt noch auf die 2-3 Tage ankommt. Vor allem, als ob die jetzt sagen würden, ja, nee, wenn du jetzt noch 100 Fleisch bringst, dann bringt es uns gar nichts mehr. Ja, weil die alle von gestern auf heute gestorben sind, oder wie? Kann mir doch niemand erzählen. Und als ob der Junge jetzt keinen Schlaftrunk mehr haben will. Ich glaube, der hat gemeint, beeil dich. Der eine Dude hat gemeint, beeil dich, ne? Aber beeil dich ist halt auch vage. Gibst du mir ein paar Tage? Gibst du mir eine Woche? Gibst du mir einen Nachmittag? Was ist beeil dich für dich? Naja, wie dem auch sei. In dem Sinne, ne, müssen wir jetzt wegen mir nicht unbedingt direkt zu Johanka, nur um dann einen Einlauf zu kassieren. Dann können wir wegen mir eigentlich direkt zum Schlangennest aufbrechen, oder? Ja, bitte Herrn Dibisch von Thalmberg um Verstärkung. Dann reiten wir nach Thalmberg. Ja, so sieht's aus. Das wird jetzt gemacht. Ey, wie sad. Ohne Witz, es ist so schade, sowas. Come on, mach doch... Sag mir doch einfach, wie viel Zeit ich hab, Mann. Ja, kann man jetzt nichts machen, ha? Sehr schade. Hätte ich gerne noch mehr geholfen. Fand ich auch eine edle Mission. Viel wäre es auch nicht mehr gewesen. Wir hätten noch da hochreiten müssen, den Schlaftrunk vorbeibringen müssen und das Wildfleisch liefern. Ja? Also das wäre einmal irgendwas schießen, einmal mit irgendwem reden und einmal was da vorbeibringen. Was ich theoretisch sogar hätte mit dem Wild vorbeibringen kombinieren können. Das ist doch Herr Hans Pferd. Das ist es doch, oder? Herr Hans? Das ist doch dein Pferd. Ich weiß doch, wie dein Pferd aussieht. Wo bist du? Naja. Werde ich schon irgendwann mal wieder finden. Sehr schade. Ohne Witz, einfach sehr, sehr schade. So gerne hätte ich jetzt noch gesagt, Leute, komm, wir regeln das noch. Gar kein Thema. Da ein paar kranken Leuten helfen, ist doch eine gute Sache. Ich meine, wie lange ist bitte der Überfall auf Scarlet's her? Als ob die jetzt so krassen Zeitdruck hatten. Klar, denen ging es nicht gut, aber denen ging es schon eine ganze Weile nicht gut. Also, ne? Ich weiß jetzt nicht. Vor allem, man kann da immer viel drüber nachdenken, aber... Oder logisch begründen, sich herleiten. Aber das gibt ja halt trotzdem kein Zeitfenster. Ich hätte jetzt gesagt, wie lange ist das her, dass wir da waren? 3 Tage? 3 Ingame-Tage? Ich finde, eine Woche könnten die einem schon geben. Naja. Wie dem auch sei. Ist jetzt halt, wie es ist, gell? Außerordentlich schade, wie ich finde, aber... Ist nun mal, wie es ist. Kann man nichts machen. Wollte ich nicht noch irgendwas aus Yendas Equipment rausschmeißen?
Also, ne, die Kräuter habe ich ja gemacht, aber da war doch noch irgendwas, oder? Was so mega schwer war, die ganzen Retterschnäpse oder so. Naja, können wir ja auch in Thalberg an der Kiste schnell raustun, das ist ja kein Problem, zum Glück. Ne? Da ist das Spiel sehr fair zu uns. Echt sad. In dem Sinne dürft ihr auch in dem Lichte, müsste man sagen, dürft ihr mir auch gerne spoilern, weil ich werde es ja selber eh nie erfahren, was denn passiert wäre, wenn man das alles erledigt hätte. Ja, würde mich jetzt eigentlich schon interessieren. Ist Johanka dann cool? Kriegt man irgendwas Legendäres? Oder wie sieht's da aus? Würde mich jetzt eigentlich schon interessieren. Ich hätte es gerne erlebt. Oh Mann. Ja, gell, jetzt ziehen wir hier nochmal ein Stück weit durch. An Neuhof vorbei. Ja, komm, ich reite da noch schnell hin, oder? Obwohl, ich glaube, wir chillen hier bei Neuhof und hoffen dann, dass nächstes Mal eine Schlacht entbrennt, oder? Dann ist hier ein ganz guter Spot, um zu saven eigentlich. Ja, machen wir das doch so. Alles klar, dann knall ich mir hier an der Stelle. Ah ne, jetzt ist ja eh die letzte Episode für diese Woche. Dann kann ich mit dem Exit-Safe reingehen. Ja, Leute, sehr schade. Tut mir jetzt leid, dass das mit der Quest nicht lief. Muss ich sagen. Ja, finde ich einfach schade. Kann ich nicht anders sagen. Ist doof gelaufen. Lass Liebe da, die kann ich brauchen. Nach diesem herben Rückschlag. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer P. Ade.